Der Ehemann von Helga M. ist verstorben. Aus erster Ehe hatte ihr Mann eine Tochter und einen Sohn, der wiederum ebenfalls zwei Kinder hat. Der Sohn selbst ist ebenfalls verstorben. Ein Testament hat der Ehemann unserer Zuschauerin nicht erstellt. Sie möchte wissen, wer mit welchem Anteil Erbe wird. Wenn kein Testament errichtet worden ist, dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Und wie gestaltet sich die gesetzliche Erbfolge? Der Ehepartner erbt neben den Erben erster Ordnung zunächst einmal ein Viertel des Vermögens. Außerdem ist es so, dass mit dem Tod des Verstorbenen auch die Zugewinngemeinschaft, die zwischen den Eheleuten bestanden hat, geendet hat. Deswegen hat der Gesetzgeber dafür einen sogenannten pauschalen Zugewinnausgleich vorgesehen, sodass dann der Ehepartner nochmal ein weiteres Viertel von dem Nachlass bekommt. Also insgesamt mehr oder weniger die Hälfte erbt. Wer erbt denn die andere Hälfte des Nachlasses? Das sind die Erben erster Ordnung, also die Kinder des Verstorbenen. Die noch lebende Tochter würde also von der übrig bleibenden Hälfte ein Viertel erben. Der Sohn war schon verstorben, er hat zwei Kinder hinterlassen. Die würden sich das letzte Viertel sozusagen der Erbschaft teilen müssen, würden also jeder ein Achtel erben. Ist denn festgelegt, welcher Erbe welchen Vermögensgegenstand erbt? Nein, das ist bei der Erbschaft nicht der Fall. Die Erben sind gemeinsam als sogenannte Erbengemeinschaft, Rechtsnachfolger des Verstorbenen. Wenn Sie das Erbe teilen wollen, dann müssen Sie eine Auseinandersetzung betreiben. Also die findet in der Weise statt, dass man einen Vorschlag unterbreitet, ich bekomme das, du bekommst das. Oder wir verwerten bestimmte Vermögensgegenstände und teilen uns dann den Erlös. Darüber wäre also eine Auseinandersetzung möglich. Wenn es keine Einigung unter den Erben gibt, das ist gar nicht mal so selten, dann ist sicherlich anwaltliche Unterstützung erforderlich, weil in diesem Falle es meistens nicht ohne gerichtliche Auseinandersetzung geht, die man allerdings versuchen sollte, sinnvollerweise gerade innerhalb von Familien natürlich zu vermeiden. Wenn der Verstorbene ein Testament erstellt hätte, dann würde sich die Erbfolge aber anders darstellen, oder? Selbstverständlich. Es gibt ja, wir haben also grundsätzlich Testierfreiheit. Jeder kann selber bestimmen, wer in einem solchen Erbfall sein Erbe werden soll. Begrenzt ist das Ganze lediglich durch den sogenannten Pflichtteilsanspruch. Beim Beispiel der Tochter wäre es also so, wenn sie jetzt nicht gesetzliche Erbin, sondern als testamentarische Erbin nicht in Betracht kommen würde, wenn sie also vom Testament nicht bedacht worden wäre, dann würde sie die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruches bekommen, allerdings nicht als Mitglied der Erbengemeinschaft. Sie wäre also nicht Erbin, sondern sie hätte allenfalls einen Wertausgleichsanspruch in Höhe eines Achtels der gesamten Erbmasse. Die Bewertung des Nachlasses würde dann dazu führen, dass also in einem bestimmten Betrag ein Zahlungsanspruch entstehen würde, ohne dass sie selber der Erbengemeinschaft angehört, ohne dass sie selber Rechtsnachfolger werden würde. Frage und Antwort. Im Testament meines Onkels wurden mir im Rahmen eines Vermächtnisses wertvolle Bücher zugedacht. Wie komme ich an mein Erbe? Sie sind in diesem Falle kein Erbe, sondern lediglich Vermächtnisnehmer. Sie gehören auch nicht der Erbengemeinschaft an. Sie haben hinsichtlich der Gegenstände, die Ihnen vermacht worden sind, einen Herausgabeanspruch gegenüber der Erbengemeinschaft oder gegenüber dem tatsächlichen Besitzer.